Grüßt euch, Leute. Ich hoffe, es geht euch ganz gut. Das Wetter sieht wieder mal ganz schön aus. Ich weiß nicht, ob es warm ist. Sehr angenehm. Super. Ich habe mit Klausi telefoniert. Nein, ich werde nicht zu ihm fahren. Er hat bereits was vor, ist ziemlich müde. Ist ein bisschen überarbeitet. Der arme Mann. Und deswegen isst er schnell was und legt sich dann hin. Heute Abend hat er anscheinend Notdienst. Und ja, also dadurch hat er auch weniger Zeit. Was auch vollkommen verständlich ist. Sommer hatten wir nicht so schöne Tage. Was ist los? Da hat jemand gute Laune. Nö, ich möchte keine Nebel und kalte Tage haben, sondern schöne, warme Tage. Ich werde natürlich jetzt auch was essen gehen, aber wo genau, weiß ich nicht. Viel Auswahl habe ich ja. Kann ja zu mehreren Restaurants gehen. Alleine ist es viel günstiger als mit 6 Leuten. Tanken? Was? Du hast Durst? Bitte tanken steht da. Bitte tanken. Gut. Also, wir sehen uns nachher. Ich würde mir, glaube ich, eine Suppe nehmen und vielleicht eventuell. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ja. Diesen Vorfall hatte ich schon mal. Normalerweise interessiert mich sowas nicht, aber das ist das Brot, was ich gekriegt habe. Wurde bereits gegessen. Also, ich habe die Linsensuppe hier. Ja, die ist schon alle. Die ist echt lecker hier. Kann ich empfehlen. Jetzt bekomme ich noch Mantı. Das ist auch so ein türkisches Gericht. Habe ich in der Türkei sehr viel und gerne gegessen. Ich glaube, die ist hier auch ganz gut. Das mit dem Brot habe ich, glaube ich, noch Pech gehabt, das zweite Mal. Wie man das perfekt macht, kann passieren. Hauptsache, die sind nett und sind aufrecht. Und das ist das türkische Mantı, was ich euch erzählt habe. Mit Joghurt, Knoblauch, gefüllte Teigtaschen. Das ist ziemlich bekannt in der Türkei. Wird auch sehr, sehr gerne gegessen. Ja, schmeckt ganz gut. Ist nicht so viel Knoblauch, kann man aber noch sich dazugeben, wie man es mag. Jetzt geht's das Auto. Ich gehe noch in den Supermarkt. Ich bin jetzt bei mir in der Bar angekommen. Oh, ich sollte auch meinen Einkauf mitnehmen. Bis eben mit der Patricia telefoniert. Mir geht's ganz gut. Sie fährt heute Abend schon wieder zurück nach Hause. Und wollte sich gerade noch etwas fertig machen. Die gehen dann wahrscheinlich raus. Ist ja auch schönes Wetter. Ich nehme an, bei denen auch. Und werden nochmal den letzten Tag genießen, mit der Mama unterwegs sein, also mit von der Patricia. Haben sich alle super gut angehört, scheinen da gut angekommen zu sein und ihren Spaß zu haben. Ja, und ich muss arbeiten. Heute ist es etwas früher. Normalerweise komme ich so 18 Uhr oder 19 Uhr, wenn ein Freund aufmacht. Na? Ja, jetzt. Da ich alle Einkäufe schon erledigt habe und nicht einkaufen muss, dann kann ich es heute auch mal ruhiger angehen und auch den Laden selber öffnen. Pass auf. Ich wollte so eine Liste machen mit Angebote. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Tagesangebote machen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das mache, brauche ich auch
erstmal den Mitarbeiter, der das auch kann. Das heißt, wenn ich Shisha und Cocktailangebot mache, aber an diesem Tag, sage ich mal, nicht da bin und der Kollege da ist, die Cocktails nicht gemacht werden kann, weil die keine Cocktails können. Übrigens, ich kann wirklich gute Cocktails machen. Ich habe mir das auch selber beigebracht. Ja, alles ist an. Da muss ich halt Angebote machen. Im Falle eines Falles, dass wenn ich mal nicht da bin, dass die Angebote wahrgenommen werden kann. Also, dass das Geschäft dann weiterläuft. Ansonsten kriegen die Leute Matschepampe anstatt Cocktail. Das geht dann nicht. Also muss ich gucken, was für Angebote ich zusammenstellen kann, die dann auch gelten, so wie Würfeltag oder ein Shisha mit Softdrink für den Preis. Ja, das war's dann eigentlich schon. Cold Mellow geholt. Das ist irgendwie ziemlich beliebt. Ganz viele Mundstücke habe ich besorgt. Die zwei letzten haben wir gestern gebraucht. Komischerweise bekommt man auch so Cocktailstrohhalm beim Shisha-Tabakhändler. Keine Ahnung warum. 100er Pack kostet mich 1 Euro. Also ich krieg natürlich Rabatt, weil ich ja da Mengen kaufe. Ich bin jetzt fertig mit meinen ganzen Vorbereitungen. Ich muss unbedingt mein Leergut entsorgen, dass ich wieder unten Platz habe, wo ich die ganzen Kisten und die Getränke lager. Ja, Boden habe ich gewischt. Hier habe ich den Boden gekehrt, die Matte gekehrt, da oben gewischt und Kohle ist auch an. Müll habe ich letztens schon weggebracht. Vorne am Eingang habe ich gekehrt. In den anderen Raum habe ich den Boden gewischt. Das ist eine traditionelle Shisha. Hier ist Eis drin. Das heißt, kann ich euch mal zeigen. Setze ich mich mal hier hin. Hier ist Eiswürfel drin. Ja. Dadurch, dass da Eiswürfel drin ist, wenn ich dann an der Shisha rauche, ist der Rauch gekühlt. Ansonsten ist es warm. So eine Shisha ist zum Beispiel im Sommer eine tolle Idee. Viele machen Eiswürfel da rein. Das mischt sich mit Wasser. Es schmilzt auch sehr, sehr schnell. Aber wenn man die Eiswürfel da oben reinmacht, kühlt es direkt den heißen Rauch, den man rauchen möchte, direkt ab. Ich freue mich, dass die Familie heute wieder zurückkommt. Es ist mal okay, einen Tag zu sagen, ah, ich mache mal jetzt, was ich will. Ja, gut. An einem zweiten Tag wird sowas von langweilig, weil man dann alle vermisst. Ich meine, wir sind ja nicht zusammen, weil wir keine Lust aufeinander haben, sondern weil wir uns mögen. Gehe ich mal davon aus. Das ist so wahr. Kein Wunder, die Heizung ist auf 5. Ah ja. Was soll ich sagen, Leute? So ist es. Meine Tür muss ich noch reparieren lassen. Gut, dass da Folie drauf ist. War, wollte ich schon sagen. Sonst wäre das schon längst alles runter. Man merkt richtig, wie die Folie die Scheibe hier komplett zusammenhält. Muss mal googeln. Was für eine stabile Tür. Gute Tür. Wer hier in der Gegend Fenster und Türen einsetzt, beziehungsweise repariert. War auch ein bisschen Sorgen jetzt mit der Familie in der Türkei. Meine Schwester hat ein bisschen Eheprobleme. Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. Sie hat ihn irgendwie unangenehm erwischt und ja, musste nicht sein, aber so ist das. Ja, unter dem Tisch habe ich vergessen zu wischen. Es ist total voller Zucker da drin. Das mache ich mal jetzt.
Die Ecke habe ich jetzt auch noch gewischt. Alter Schwede. Hört, glaube ich, nie auf, hat man das Gefühl. Ja, also da muss ich auch noch mich etwas drum kümmern, dass meine Schwester jetzt da gut geht. Ein kleines Kind ist, glaube ich, jetzt 4, 5 Monate alt, älter nicht. Ja, so ist das Leben. Was will man machen? Gar nichts. Abwarten und Tee trinken waren noch Kleinigkeiten, die ich machen musste. Ich hatte noch überlegt, ob ich Leergut wegbringen soll, aber das ist ziemlich viel Arbeit, das muss organisiert sein. Weil sehr, sehr viel in das Auto, was ich habe, reinpasst. Das Auto hat die Patricia und ich habe ihr Auto. Und in ihr Auto passt nicht so viel rein. Wenn ich bei mir in dem BMW die Sitze flach liege, dann passt da ganz schön viel rein. So in eine halbe Stunde mache ich dann auf. Es ist 5:30. Und ich freue mich schon auf die Kinder und Patricia. Heute Abend kommen die. Das heißt, ich bleibe dann heute auch nicht so lange, je nachdem, wie viel zu tun ist. Ansonsten bleibt der Kumpel da, der ist auch gerade gekommen. Hat nochmal Kohle reingelegt. Ich hatte für mich, für meine Shisha, Kohle gemacht. Heizung runtergedreht habe, ist es auch nicht mehr so heiß in der Bar. Und ich habe auch die Türen aufgelassen. Es ist schön abgekühlt jetzt. Die habe ich normalerweise immer an, auch wenn ich komme, ein bisschen was zu hören. Aber heute habe ich nicht angemacht. Ein Jahr lang höre ich Musik jeden Tag. Bum, bum, bum. Heute wollte ich einfach mal meine Ruhe. Hat auch ganz gut geklappt. Ich kann mich auch nochmal bedanken für die netten Kommentare und auch die einfach nur ein Daumenchen hochgeben als Kommentar oder ein Herzchen oder ein Smiley. Ist auch schon viel wert, besser als gar nichts. Finde ich richtig cool. Ich muss aufpassen, ein bisschen mit Musik. Urheberrechte drauf sind. Vielleicht ist es auch die Musik, wo ich letztens aufgenommen habe beim Freund in der Bar. Also in Zukunft würde ich darauf achten, dass wenn ich woanders bin und da läuft Musik, dann spiele ich das nicht ab oder ich nehme das nicht auf. Und das war's, ja. Dann ist das auch geklärt. Hallöchen, etwas dunkel. Ich habe den Kumpel jetzt im Laden gelassen. Eben sind noch die letzten Gäste raus. Die Patricia ist so gegen 9 Uhr zurückgefahren und die müssen jetzt schon zu Hause sein. Ich freue mich total auf die. Und Wasser in meiner Tasche. Deswegen schnaufe ich auch so. Oh. Ich glaube, ich habe schon Achillas Stimme gehört. Oh, es ist so schön, dass die wieder da sind. Alleine ist das einfach nichts. Schatz! Hallo, Mäuschen! Oh, ja. Mama! Also vorhin, als ich mit AC einkaufen war, war es nicht so schön.